Die Lumbalpunktion wird bei Patienten durchgeführt, bei denen man den Verdacht hat auf eine Entzündung im zentralen Nervensystem. Das kann zum Beispiel eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung sein. Und eine große Klinik, wie wir das in Altona sind, führt so eine Lumbalpunktion etwa 2000 Mal pro Jahr durch. Patienten haben oftmals Angst davor und sagen hinterher, ach, das war nicht viel schlimmer als eine Blutentnahme. Und das Ganze geht so vonstatten, dass der Patient auf der Bettkante sitzt oder auch auf der Seite liegt. Und dann wird mit einer ganz, ganz dünnen Nadel, wird hinten zwischen den Dornfortsätzen am Rücken, wird die Nadel vorgeschoben und man lässt dann ein bisschen was von dem Nervenwasser ab und kann dann bei der Analyse des Nervenwassers feststellen, ob eine Entzündung vorliegt und gegebenenfalls auch welche Form der Entzündung.